ich bin ja heute am Yama unterwegs. Und zwar mit dem Ich bin das erste Mal am Yama Setup. Das, ja, für mich entspannteste Setup so für den Start am Yama, wenn man halt auch mit ein bisschen weniger Kohle hier reingeht. Diese Route kann man sich sehr früh auch schon holen im Game, das ist halt auch geil. Also schnell hinterherrennen hier mit unserem kleinen, feinen Setup, mit dem Starter-Set Yama sozusagen. Ei, 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 ei. Und gucken, was da reingeht. Wir haben hier gerade... Oha, was ist denn das? Das sieht so breit aus. Das könnte eine Dolly sein. Wir haben hier gerade ein Setup mit einer Tragfähigkeit von, ich glaube, so ungefähr 15 Kilo. Und der Brocken hat ja richtig Bock, ey. Wie geil. Fängt ja richtig gut an. Also, das hat gerade schon gut angefangen. Es ist wirklich eine Dolly. Denn... ich hatte schon direkt mit dem ersten Wurf gerade den Schereschnjew-Seiblick allen. Komm ran hier! Oh! Mal eben rausgepult. 7,4 Kilo Dolly Warden. Schöner Brocken. Und hier sind die anderen. Gerade schon die erste Vorwarnung auf dem Dolly. Erster Fisch vor einer Minute hier. Hier, so rum. Schereschnjew-Seiblick. Auch richtig gut. Fängt also schon tipptopp an, hier an dem Gewässer Yama. Mehr davon. Mehr davon. Ah, das hätte auch schöne Trophy sein können, ne? Naja, wir machen mal ein bisschen weiter. Also, eine der ultimativen Positionen, ich meine, sollte ja mittlerweile bekannt sein hier, I4. Zack, hier ist es. Ganz rechts auf dem kleinen Schniepi. Das ist so eine schöne Stelle, mit dem man... Oh, und next, wo man richtig schön weit raus kann. Und dadurch, dass das halt hier so ein bisschen landmäßig mehr ins Wasser reinragt, kommen wir halt weiter, ne? Können wir halt richtig schön weit rauswerfen. Wir gucken mal eben kurz rein. Das hier ist dieses Setup. Das ist Karma Mächter mit dem geilen Wurfgewicht, 7 bis 30 Gramm. Das macht's halt aus. Das ganze Ding kostet hier... keine 1000 Silber, 900 irgendwas. Dann hat man ja im Idealfall, wenn man schon hier zum Yama kann, dann hat man ja im Idealfall schon sowas wie eine HSV rumliegen. Praktischerweise kommt man damit halt auch richtig schön weit raus. Also das ist eine Rolle, mit der man auch gut weite Würfe machen kann. Ich habe jetzt hier gerade noch vom Weihnachtsmarkt die geflochtene Schnur drauf mit 15 Kilo, 15 Kilo Vorfach in Fluorocarbon natürlich und einen der geilsten Köder im Game. Die ganze Serie hier fürs Gewässer Yama, super essentiell, Volkov, die Type 1, 12 Gramm Köder. So, raus damit, ihr seht, wir kommen fast bis auf die andere Seite hier mit dem kleinen 12 Gramm Blinker und ich mache jetzt hier so ein bisschen, ja, Jig-Führung sozusagen. In dem Fall jetzt gerade mal Jig, ich habe hier die ersten Würfe gemacht und da war nichts, das heißt der erste Wurf war auswerfen, Tempo 50 und dann so intervallmäßig so ein bisschen mal durchziehen, auch mal längere Pausen machen hier und den Köder mal so ein bisschen abtreiben lassen, auch das kann hier an der Yama ganz gut funktionieren und dann auch hier wieder dann Variationen reinbringen. Dann habe ich Tempo 50, hat halt nicht funktioniert. Erster Wurf, kein Biss, sofort was geändert. Das heißt danach Tempo 20, 30 herum. Da hat es ein bisschen auch rumgewiggelt unten wieder in der Actionbar. Und ja, danach wieder ein bisschen rumprobiert. Und dann habe ich gejiggt. Also das ist dann quasi so die dritte Variante. Oder man kann dann auch natürlich auch sowas machen wie Stop and Go. Das kann man natürlich auch immer so mit reinbringen. Also viel Variationsmöglichkeiten. Und natürlich auch, wirft man gerade, also quer zur Strömung, oder wirft man mit der Strömung oder gegen die Strömung. Gegen die Strömung, hier speziell an der Stelle, ein bisschen gefährlich. Wenn da was Dickes reingeht, ist da die Map offen und da kann es dann ganz übel enden. Von daher testen wir das jetzt nochmal. Ich mache mal jetzt hier mit Tempo 50 nochmal und Jig. Vielleicht kommen wir, genau. So, da sind wir auch schon sofort drin in der Jig-Führung. Und so zwei Umdrehungen
und dann schön so ein bisschen, rum. Guck mal, einfach so ein bisschen hier locker durchziehen. So. Genau, ein bisschen warten. Und wenn das hier gleich so nix bringt, dann müssen wir halt wieder ändern, ne? Und dann muss man halt rumprobieren. Ich meine, ich bin jetzt hier mit dem Setup, 15 Kilo Tragfähigkeit. Das ist halt wirklich ein ganz entspanntes Set. Wir können auch noch leichter rein. Man kann auch so mit 9 bis 12 Kilo hier rein. Dann kommt man natürlich deutlich mehr in den Drill, gerade bei solchen Brocken wie gerade eben. 7,5 als Trophy. Tja, 8 Kilo, 9 Kilo oder sowas, wenn da sowas Großes reingeht, dann hat man natürlich, oder einen 10 Kilo König, dann hat man natürlich Schwierigkeiten damit. Aber machen wir mal mit 50 plus Shift. Aber man muss halt ein bisschen probieren und testen. Also gerade bei kleinen Ködern kann man natürlich ein bisschen rumprobieren, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt extra auf einen kleinen Köder, gehe auch ein bisschen feiner rein. Das Schöne ist ja, gerade mit dieser Route hier können wir eben diese kleineren Köder auch ganz gut auswerfen. Wir können gleich zum Beispiel auch mal hier die 12 Gramm Spinner zum Beispiel nehmen. Die gehen ja auch immer wieder ganz gut. Und dann raus damit. Ne, das Dingen. Ich weiß nicht, ob das, also es hat halt, ne, Dolly hat ja schon schön geliefert, aber irgendwie, oder ich muss langsamer machen, wir gehen mal deutlich langsamer rein, gehen wir mal so, vielleicht sogar unter 20 und ich leihe einfach nochmal durch, so, locker runter und dann gehen wir mal ganz schön langsam, vielleicht ist es genau das, was die dicken Brocken wollen, vielleicht ist es genau das, so, erstmal einen Kaffee, jetzt können die dicken Brocken rein hier. So, zack. Also mit dem Schereschnew Saibling als erstes in den frühen Morgenstunden, ne, der hat mich ja schon gecatcht. Da war ich ja schon zufrieden. Rotlachs, gerne mehr davon. Sehr schön. Weiter rumprobieren. Leier ich direkt nochmal so durch. So. Genau. Direkt so. Auch ein bisschen schräg zur Strömung. Die geht ja hier so leicht in die Kurve, die Strömung. So ein bisschen hier um diese Ecke herum. Und dann einfach mal gucken. Das ist ja unten an der Actionbar. Das ist so ein bisschen am Wiggeln. Das heißt, der Blinker ist auch so ein bisschen am Rumtänzeln. 13. Sehr langsam eigentlich. Kurze Unterbrechung hier jetzt gemacht. Nochmal eine Unterbrechung. Aber ich glaube, so richtig ist es das nicht. Ich glaube, ich schmeiße gleich, schwarze Köder sollen zurzeit funktionieren. Deswegen schmeiße ich, glaube ich, gleich einfach mal einen schwarzen Spinner mit rein. Ette hier in groß, also Hashtag 4. Da ist er, Spiker, Hashtag 4. Zack, raus damit, fliegt auch wieder richtig gut weit raus. Und dann geben wir da aber mal ein bisschen, und da haben wir schon den ersten Biss, na siehste. Da geben wir gleich mal ein bisschen mehr Tempo. Siehst du, das ist halt angenehm, ne? Das ist halt super entspannt. Wenn man halt nicht genau weiß, was geht, welche Farben gehen, direkt das allererste, die Spiker rausballern und dann gucken, welche Farben funktionieren. Die haben halt eine richtig schön große Farbpalette. Genauso wie gerade die Blinker, die dann halt als nächstes, die Blinker Type 1 12 Gramm, die kann man auch in der Suche, wenn man gerade im Setup drin ist, einfach dann in der Suche 12 eintippen, dann hat man die gesamte Serie sofort. Und muss man nicht lange suchen nach diesem Valkov 12 Type 1 12 Gramm. Einfach unter 12 und dann lüptert. Da gibt es halt so ein paar von, ne? Also auch von diesen, also das haben wir hier einmal mit der 12, hast du halt direkt hier die ganze Serie, genau. Dann gibt es auch noch die 15er, die sind halt auch immer wieder ganz gut. Slim Shots, die würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen hier für den ersten Besuch am Gewässer. Raus damit. Guck mal, die fliegen sogar bis zum anderen Ufer. Da muss man sogar schon ein bisschen aufpassen. Guck mal, das geht gerade auch ganz gut. Es kommt ins Wiggeln. Ich ziehe ein paar Runden durch. 3, 4, 5 mal kurbeln. Und dann so 3, 4, 5 mal im Kopf einfach Pause machen. Und das Ganze nochmal.
So, zap, zap, zap. Also es ist ein etwas anderes Angeln am Yama als am Belaya, an der Tunguska. Zum einen ist die Strömung halt heftig und zum anderen reagieren die eben auch ganz gut auf verschiedenste Blinker, die Brocken hier. Und da ist es halt wirklich so ein, tja, also auch manchmal, also wirklich oftmals so ein Treiben lassen und Ruhen lassen des Blinkers, dass dann auf einmal so ein Einschlag kommt. Ganz, ganz weird. Also gar nicht mal so, dass man hier ständig den Köder in Action haben muss, sondern ja, schon immer in Action, aber eben auch immer mal wieder mit Pause. Also immer mal wieder ein bisschen Pause machen und dann geht das auch eben ganz gut, dass dann halt mal was reingeht. Westsibirischer soll auch gehen. Der Devilus hatte mir gerade noch geschrieben, dass das hier an der Stelle speziell funktioniert. Im VK hatte ich auch schon gesehen, dass hier im Bereich vom 5,5er, glaube ich, noch was geht. Hier oben in dem Bereich hat es ja die ganze Woche auch funktioniert. Also anscheinend läuft es hier gerade ganz gut. Insgesamt, wie gesagt, tendenziell eher mit schwarzen Ködern. Ich habe jetzt noch gar nicht in die Rekorde reingeschaut. Das ist natürlich auch sonst immer absolut ausschlaggebend. Einfach mal einen Blick in die Rekorde werfen. Ich meine, die Fische hier gibt es quasi nur hier. Bam, da rasselt was Großes rein, was auf jeden Fall mehr Bock hat und bestimmt mehr Gewicht hat. Ha? Ja, auf jeden Fall mehr als gerade die Dolly. Alter Falter, ey. Ob das ein König ist? Haben wir hier den ersten dicken König drauf? Nehmen wir gerne mit, ne? Die Rute macht das mit. Die Rute ist auf jeden Fall... Ja, könnte sein. Schöne Kopfschläge. Ich ziehe ihn auf jeden Fall jetzt hier rüber, dass er nach links weiter abhaut. Wir drücken ihn jetzt hier so hin, damit er auf jeden Fall in die andere Richtung geht. Denn wenn er nach dahin abhaut, nicht gut, ey. Nicht gut. Schon mehrere in der Richtung da verloren. Die Strömung alleine ist da schon so heftig. Wenn der Brocken groß genug ist, dass der einfach nur, das Gewicht wird einfach nur von der Strömung weggerissen. Keine Chance, ey. Keine Chance. So, gucken wir mal. Aber ich denke, also wenn das mal nicht ein König ist. Also wenn das kein König ist, dann ist es auf jeden Fall eine schöne Trophy. Was auch immer. Oh, aber heftige Kopfschläge auch. Aktiv, schwimmt schnell hin und her. Ich meine, eine Möglichkeit, um solche harten Kopfschläge halt entgegenzugehen, ihr verwendet einfach eine Monoschnur. Kann man machen. Gerade wenn man halt hier so einen Spulenkopf hat, wo viel Schnur drauf passt, wie hier bei der HSV, dann einfach mal eine Monoschnur nehmen. Und dann habt ihr jetzt, ich habe glaube ich jetzt hier 400 Meter drauf, komplett übertrieben. Aber wenn man hier mit der Mono dann unterwegs ist, während das... Vielleicht noch so um die 200 Meter. Und das reicht ja auch völlig. 200 Meter hier, vielleicht sind es 230, 50. Ne, mit so ungefähr 15 Kilo. Wir können ja gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall ausreichend. Und dann hat man hier einen deutlich weicheren Drill, weil eben die ganzen Kopfschläge in diese Federung der Monoschnur reingehen. Jetzt muss man hier natürlich die ganze Zeit aktiv hinterher sein und gucken, dass man die Kopfschläge mit schnellem Einkurbeln oder mit der rechten Maustaste direkt wieder ausgleicht. Dass er da nicht quasi auf Null geht von der Spannung und dadurch vielleicht dann eben ausschlitzt. Ja, aber das passiert halt, ne? Finde ich eigentlich ganz geil. Hatte ich jetzt schon länger nicht mehr. Es wurden allerdings auch jetzt in den letzten Stunden einige gefangen. Das heißt, vielleicht haben wir jetzt hier wieder die Chance... Vielleicht gehe ich auch später nochmal mit einem größeren Setup hier rein und mit einem deutlich schwereren, mit einer deutlich schwereren Hauptschnur. Einfach mal gucken, ob ich gezielt, vielleicht mit einem ganz großen schwarzen Köder dann gezielt nochmal auch auf Könige gehen kann. Wäre nicht so schlecht. Könnte man machen, ne? Ja, im Großen und Ganzen, ne, muss man jetzt hier natürlich einfach nur einen langen Drill durchstehen. Solange der Fisch halt in dem Bereich hier bleibt, ist alles tutti, ist alles schön. Zusehen, dass der hier nicht ins Offene abhaut. Und dann passt das schon. Ja, krasse Kopfschläge. Krass, 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 krass. Der hat auch einfach Bock.
Und er schwimmt auch noch ein bisschen hierher. Als ob ihn das gar nicht interessiert, dass ich hier stehe und ziehe. Der haut gar nicht, der hat gar keine Angst davor. Vielleicht merkt er das gar nicht. Vielleicht ist er so riesig groß. 45 Kilo. Und dann stehe ich hier jetzt gleich erstmal schön eine halbe Stunde. Hei, 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 hei. So, erstmal hier weiter rüber. Wir haben auf jeden Fall, wir sind hier an der längeren Schnur. Wir haben eine gute Route, robustes Gerät. Wir haben eine Top-Rolle. Das ist übrigens die, die ich jetzt zuletzt gepimpt habe auf 17 Kilo. Ich habe hier ein vernünftiges Öl drauf und so Sachen. Ich verlinke das einfach nochmal. Das ist dann nochmal das Video zum Pimpen der HSV. Und ja, das Ding, ne, hat jetzt erstmal einen schönen Einsatz. Gucken wir mal, wie das denn jetzt leidet. Ich meine, ich fahre das jetzt, ja doch, ich fahre das schon ziemlich hart. Ich fahre das schon ziemlich hart. Wobei theoretisch, ne, wir könnten theoretisch das Ding höher fahren. Ne? Wir sind ja jetzt nicht auf 29, sondern hier so 20, 21. Also theoretisch, um die Bremse mehr zu belasten, müssten wir natürlich dann das Ding hochdrehen bis auf 29. Und wenn das Teil dann immer noch im roten Bereich wäre, dann würden wir die Bremse natürlich hart belasten. Und jetzt haben wir aber immerhin, ja, ich sag mal so, 60% Belastung da drauf. Was auch schon eigentlich ordentlich ist. Das heißt, es sorgt jetzt auch schon, wenn er jetzt gleich Fahrt abgehen würde, die ganze Zeit im roten Bereich, dann würde das schon für ordentlich Verschleiß sorgen. So, er kommt. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das ein König ist. Wobei, letztens hatte ich auch einen dran um die 10 Kilo. Da war das Setup auch relativ ausgeglichen zum Fisch. Und der hat einfach nur dagegen gehalten. Also viel Zeit einfach nur gegengehalten und ja, dann hat das einfach nur ein bisschen gedauert. Ich denke, das wird auch jetzt hier einfach noch ein bisschen dauern. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen ganz kurzen Break. Wir haben jetzt 13:30. Gucken wir mal, wie lang das noch so geht. Na, kommt er schon rein oder was? So richtig Action macht er schon gar nicht mehr. Dann hat er ja schon bald keine Power mehr. Wir sehen ja hier unten an der Schnur, die ist ja schon fast aufgewickelt. Und er ist auch schon gar nicht mehr so ganz weit draußen. Das ist auch noch nicht schlecht. Da hat er ja jetzt knapp noch eine halbe Stunde, ja nee, eine Stunde hat er jetzt noch ungefähr gebraucht. Und ich kann ja schon jetzt hier kontinuierlich locker reinziehen. Was ich halt gerade die ganze Zeit gemacht habe, ich habe quasi so nach oben gehalten. Dadurch haben wir hier quasi so einen rechten Winkel, so einen 90 Grad Winkel. Und er hat es halt richtig schön schwierig. Er muss dann quasi mit seiner ganzen Power immer in die Route rein. So, jetzt schnell einkurbeln und dann gucken wir mal. Dann haben wir es doch schon. Das ist ja nicht schlecht. Klar, jetzt muss er natürlich noch mal ein bisschen Stunk machen hier. Na, guck mal, er könnte noch, ne? Alleine vom Gewicht. Guck mal hier, durch die Strömung, wie der abgeht. Ne? Da schwimmt nichts mehr und da kommt er raus, endlich. Krass, 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 krass. Schönes Ding. Das ging noch ganz gut. Ich bin gespannt, was er jetzt wiegt. 12. Na, das ist doch gut. Bin ich doch zufrieden mit. Ich glaube, die 12er, die liegen so ungefähr bei 100 Silber. Das ist doch angenehm. Schmeißen wir direkt mal wieder rein hier. Zack. Und leiern sofort den nächsten durch. Vielleicht ballert ja direkt noch einer rein. Ja, so und so ähnlich kann das abgehen. Und das ist, wie gesagt, das, ja, für mich entspannteste Setup so für den Start am Yama, wenn man halt auch mit ein bisschen weniger Kohle hier reingeht. Diese Route kann man sich sehr früh auch schon holen im Game, das ist halt auch geil, wenn man so nach einem Belaya-Setup überlegt, was will ich denn noch machen, will ich zum Koori gehen, schleppen, will ich am Wolchow schleppen, kann man alles natürlich dann machen. Und dann ist es auch wurscht, welche Rolle man da drauf hat. Ob man da jetzt eine Naga drauf hat oder eben eine HSV oder eine Alpha. Alle diese Rollen sind halt so grob in diesem Bremsbereich und damit klappt das dann ja eigentlich ganz genauso. Dann gab es jetzt auch in den letzten Tagen mehrfach Fragen, mit welcher Rolle kann ich auch eine andere Rolle verwenden und so weiter und so weiter. Klar, geht alles. Setup einfach dementsprechend anpassen sozusagen. Das heißt, die Schnur vielleicht ein bisschen anpassen.
gucken, dass man eben ausreichend Schnur drauf hat. Das ist halt immer wichtig, ne? Egal wie viel hier steht, hier oben, das ist wichtig. Wenn ihr euch da noch unsicher seid, schaut euch die Basic Tutorials an. Auch die verlinke ich nochmal. Einfach nochmal die Basics durchgehen, ein bisschen wieder in Erinnerung rufen. Und dann lübt das auch. Also, rausziehen hier, ihr Lümmels. Ich versuche jetzt hier noch, ja, am Yama verschiedenste Köder. Werde ich hier noch ein bisschen rumprobieren. Und das Ganze geht dann jetzt ungefähr noch so bis 23 Uhr. Dann ist ein bisschen Pause den Tag über. Und dann geht das so um ungefähr 4 Uhr, 5 Uhr irgendwann wieder los. Solange es, ja, wenn es dann langsam hell wird, geht es dann halt wieder los. Heißt also, wenn ihr hier anreist das erste Mal, am besten so nachts 3 Uhr anreisen, sofort zum Spot durchrennen und dann mit dem ersten Sonnenschein-Attacke Vollgas. Also, Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder einem Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags um 19 Uhr. Petri.